Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zur FIFA 16 Karriere hier mit Arminia Bielefeld. Und die nächste DFB-Pokalrunde steht an und das wird sicherlich ein sehr spannendes und interessantes Spiel. Es geht gegen den FC Ingolstadt 04 und der kann immerhin schon 4 Tore durch den Stürmer Lex vorweisen. Das heißt, die müssen wirklich furios nach vorne spielen. Das wird also eine harte Geschichte, vor allen Dingen nachdem wir jetzt ein paar Leute hier pausieren lassen müssen und einige Leute hier extreme Formschwächen aufweisen. Bin ich mal sehr gespannt, ob es uns vielleicht doch gelingt, hier entsprechend zu punkten, wollte ich gerade schon sagen, nicht zu punkten, sondern in die nächste Runde natürlich einzuziehen. Ich habe hier mal eine kleine Veränderung noch vorgenommen, also Börner spielt nach wie vor hier im Verbund mit Caligiuri, auch wenn er einen Formtief hat, das ist mir jetzt relativ wurscht. Für Schuppan könnte man eventuell Salga später noch einsetzen. Dann braucht man eventuell hier noch einen Ersatz in Form von zum Beispiel Per Kluge. Junglas und Schütz haben erstmal Pause. Genau wie hier im Zentrum Müller spielt. Links Nöte, vorne Klos und rechts Görlitz für Hämlein. Also ein paar Leute sind hier pausiert oder werden hier pausiert, damit wir entsprechend frische Kräfte in dem Pokalspiel haben. Und wir gehen gleich mal in die Partie rein. Seitenauswahl bringen wir hinter uns. Die können ruhig beide im Heimtrikot spielen. Es wird wohl regnen. Deswegen auch gar nicht verkehrt, dass wir die frischen Leute hier einsetzen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie wir hier gegen Ingolstadt abschneiden werden. Das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Angelegenheit werden. Und es ist natürlich ein Heimspiel hier in der Schüko Arena auf der Alm. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich unsere Jungs dann hier letztlich präsentieren werden, auch bei diesem Sauwetter. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn wir in diesem Spiel hier gut reinkommen und schon relativ früh irgendwie ein Tor markieren könnten. Aber das ist natürlich alles noch ein bisschen Fantasie. Wir sehen hier auch nochmal, Stefan Lex hat im letzten Spiel sogar 4 Tore angeblich gemacht. Wenn denn das überhaupt stimmt, was die hier uns anzeigen. Manchmal sind das ja auch so kleine Fehlerhaftigkeiten hier in der Statistikerfassung. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass der hier letztes Spiel ordentlich abgeräumt hat. Ich weiß nicht, wer der Gegner von Ingolstadt in der zweiten Runde war. Das hätte man natürlich auch nachgucken können, aber letztlich hilft uns das auch nicht viel. Denn wir müssen natürlich jetzt gleich unsere Leistung abrufen, auch mit einem etwas geänderten Personal sollten wir hier uns schon gut präsentieren. Dennoch dürfen wir natürlich auch die Ingolstädter nicht unterschätzen. Lex spielt rechts, Lecky auf links und Hinterseher, das ist also eine Dreierkette vorne. Das heißt also, sie sind eventuell hinten etwas anfälliger, aber auf jeden Fall vorne brandgefährlich. Auf unsere Abwehrkräfte und defensiven Mittelfeldspieler kommt also viel Arbeit zu. Auch für die Außenverteidiger wird es nicht leicht. Also ich bin mal gespannt, wie sich unsere Mannschaft hier schlägt. So, der Schiedsrichter legt den Ball schon mal an den Mittelkreis. So wie es aussieht, haben wohl die Ingolstädter Anstoß. Und dann können wir hier gleich direkt starten. Harald Fimmler ist unser Schiedsrichter. Auch ein ziemlich komischer Name. So, Lecky. Erstmal wird hier auf den einzigen Sechser in der Ingolstädter Mannschaft zurückgespielt, nämlich auf Roger oder Roger, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Alles klar, und da kommt er an den Ball. Oh, wird nicht gefoult, sondern fair vom Ball getrennt. Nöte war das. Stark gemacht vom Verteidiger hier. Oh, und Börner mit der Ballannahme, die ihm fast komplett misslungen wäre. Ja, schön, dass mein Mitspieler nicht verstanden hat, wo ich gerade hinlaufen wollte. Ja, kein Foul auf beiden Seiten und wir haben immerhin einen Einwurf. Das ist erstmal so in Ordnung. So, rübergespielt auf Schuppan. Dann letztlich hier wieder auf Nöte und Lex macht das defensiv super. Hat sich hier den Ball erobert. Wirklich eine gute Leistung und spielt jetzt einen ganz, ganz weiten Ball rüber auf seinen Kollegen hier. Sehr schön gemacht auf Lecky.
Ja, und da kommt da Costa zwar zum Kopfball, aber kann ihn überhaupt nicht platzieren. Salga hat dort nicht klären können. Mich schon etwas wundert, weil der Ball doch sehr lange in der Luft war. Wir sehen auch, es schüttet wirklich wie aus Eimern hier. Schupper mit dem Ballverlust, das kam natürlich wieder. Okay. Ja, gut gemacht von. Ja. Ich wollte gerade sagen, gut gemacht von. Holy shit. Oh Gott, das war knapp. Holy fuck. Also, die sind wirklich ultra brandgefährlich. Die Spieler hier. Und wir kommen gerade auch nicht. Also, ich komme nicht auf die richtigen Spieler. Ich kriege die Zweikämpfe nicht. Ich komme nicht an die Leute dran, noch nicht mal. Und das war auch wieder ein ganz knappes Ding von Hinterseher. Also, die sind am Drücker hier nach 16 Minuten. Und haben uns hier bisher sehr gut im Griff, muss ich sagen. Groß hat sich allerdings hier bei der letzten Aktion wohl verletzt. Deswegen passiert hier erstmal nichts. Und man merkt halt, die stehen auch richtig weit in unserer Hälfte drin. Da bräuchten wir jetzt eigentlich so ein paar Experten hier. Oh, schön. Schuppan. Mit dem Schuss, aber Brejeri hat dort geblockt und danach steht Müller im Abseits. Immerhin mal ein kleines Versuch, ein kleiner Versuch sozusagen hier mit dem Abschluss, allerdings dann geblockt vom Verteidiger, der das gut macht, so dass wir hier nicht an das Tor herankommen. So, da ist er, Groß. Hat sich wohl nicht wirklich stark verletzt bei der Aktion eben. Okay, und Lecky. Oh, Caligiuri köpft da den Ball noch weg, bevor etwas Gefährliches passiert. Ja, der Ball kommt etwas zu weit, glaube ich. Ja, er kommt etwas zu weit. Schade. Ja, mit diesen hohen Bällen habe ich schon mal erwähnt, da habe ich kein Gefühl drin. Die kommen bei mir super schlecht bis gar nicht an. Was natürlich echt doof ist. So, jetzt wird er erstmal rübergespielt, der Ball hier. Auch wir stehen jetzt gerade relativ weit in der gegnerischen Hälfte drin. Auch wenn uns das hier vergleichsweise wenig nützt. Okay, gut gemacht von Behrendt. Guten Laufweg hier genommen. So, da kommt. Wer ist das? Salga? Jo, Salga. Und Tor. Wow. Das war mal echt stark zu Ende gespielt hier. Den Ball dann auf Müller gebracht und der erwischt anscheinend auch einen perfekten Abschluss, der, wie es aussah, unhaltbar für den Torwart war. Wow. Also die Führung kam jetzt etwas unerwartet. Auch komisch, dass Salga so weit links rausläuft. Aber ein super Zuspiel und dann ist er da aus 18 Metern, würde ich mal schätzen, völlig frei vorm Tor, hat auch keine Schussbehinderung von den Innenverteidigern, die da weit, weit wegstehen. Und dann fliegt der Ball in die linke Torecke mit einer solchen Kraft, dass der Torwart nicht mehr herankommt. Das ist natürlich echt stark. Super Ausrufezeichen hier von Christian Müller. Mit seinem ersten DFB-Pokaltor bringt er hier die Arminia in Führung. Und das könnte jetzt wirklich auch den Unterschied machen. So ein Tor in der ersten Hälfte hier. So, schön gespielt. Wieder der Ball auf Stefan Salga. Na, Brejeri nochmal dazwischen. Da lässt er diesmal nichts anbrennen, sonst wäre wahrscheinlich noch ein Flankenball gekommen. Auch hier weiß man natürlich nicht, ob der was eingebracht hätte oder nicht. Okay, noch ein Abschluss. Oh, von Behrendt und Nyland ist er extrem spät erst abgesprungen. Auch ein sehr weiter Schuss, der getroffen hätte, aber Nyland hier mit dem Reflex ist dann noch da und lenkt den Ball zur Ecke ab. Aber auch das wieder eine gute Idee hier.
Nöte. Aber er war, glaube ich, nicht am Ball. Das muss eigentlich der Verteidiger gewesen sein von der Ingolstädter Mannschaft. Okay, jetzt sollte man anfangen hier zu laufen. Okay, und der Ball wird rausgespielt zur Sicherheit, denke ich mal. Da Costa. Oh, da ist wieder Lex anspielbereit. Der ist natürlich hier weit außen raus. Oh, und Nöte. Mit ein bisschen Glück, aber läuft da gut rein. Matip allerdings mit einer super Grätsche. Und dann geht es hier direkt weiter mit dem Spielaufbau. Wieder über Morales. Jetzt wieder auf Matip. Morales auf Groß. Abgefälschter Ball, glaube ich. Nee, Abstoß. Okay, vielleicht vom eigenen Mann sogar abgefälscht. Der Ball. Nee, gar nicht abgefälscht. Okay, einfach nur vorbeigeschossen. So, jetzt spielen wir den Ball mal richtig weit. Schlagen wir den mal hier rein. Na, Nöte verliert direkt den Ball. Das war nicht so gut. Jetzt ist Stefan Lex hier wieder dran. Oh, kriegt den Ball super zurückgespielt. Hesel im letzten Moment. Oh, das war wichtig, dass er den Ball da verhindert. Jawohl, und super weitergeleitet vom Klos auf Behrendt. Kein Mann für die Laufduelle, wird da behindert. Kommt nochmal am Ball, aber dann nur noch mit einem Foul, wie es aussieht. Trotzdem wieder sehr gut und konsequent nach vorne gespielt. Nächstes Bundesligaspiel ist übrigens dann gegen Bayer Leverkusen, wie wir hier nochmal erkennen. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Nach dieser Partie. Es müsste eigentlich gleich abgepfiffen werden zur Halbzeit. Ja. Ja, wird es auch. Also eine 1-0-Führung zu Hause gegen Ingolstadt. Das ist soweit schon mal sehr gut. Und darauf können wir auf jeden Fall aufbauen. Wir müssen natürlich noch mehr aufpassen, denn die erste Viertelstunde gehörte hier wirklich Ingolstadt und die hätten hier locker, locker in Führung gehen können. Von daher würde ich sagen, kann man hier nochmal leistungstechnisch ein bisschen was drauflegen. Gerade bei Nöte auf der linken Seite war das relativ schwach, was dort im Einzelnen gespielt worden ist. So. Da spielen wir wieder rüber. Okay, Görlitz nimmt den Ball super mit. Oh, super rangespielt wieder. Oh, und da kommt Klos nicht mehr richtig an den Ball. Danilo, oh, das ist immer noch nicht bereinigt, aber so langsam kommen sie da raus. Und dann wird allerdings geblockt. Der Laufweg wurde da geblockt. Caligiuri macht das gut. Sein Gegenüber da aussteigen. Oh, da wollte ich nicht hin. Das war wieder eine völlige Quatschaktion hier von FIFA. Da habe ich den Ball ja niemals hingespielt. Hier wäre ich auch dumm. Würde ich so etwas tun. Jawohl, schuppern. Super. Okay, und wieder Behrendt hier. Jawohl, auf Görlitz, der hier im Laufduell aber sofort von Lecky erwischt wird. Kein Foul wieder. Aber doch eine ganze Prise schneller scheint Lecky dort zu sein wie Görlitz. Elias Katschunga und Cohen kommen jetzt rein ins Spiel für Ingolstadt. Also da scheint der Trainer wirklich unzufrieden zu sein mit den Einzelleistungen. Deswegen gibt es hier die Wechsel. Und dann sollten wir gleich einen Einwurf, glaube ich, bekommen. Oh, es gibt keinen Handshake. Also da scheint das Gegenüber nicht zufrieden zu sein mit der Trainerentscheidung. Aber letztlich muss er damit leben. Ne, da wollte ich auch wieder nicht hin. Kann aber noch von Glück reden, dass der Ball überhaupt noch durchkommt. Aber dann ist Klos mit der Ballbehandlung nicht so gut dran und macht auch hier noch ein Handspiel. Versehentlich natürlich nach kürzester Distanz wurde er da angeschossen, aber gut. Wenn der Schiri das so sieht, bitteschön. Trotzdem ein guter Einsatz, hier den Ball nicht sofort aufzugeben und noch weiter ranzugehen. Auch hier wieder ein guter Kopfball von Caligiuri.
Und Katschunga auf groß. Und einen Fernschuss. Das habe ich mir schon gedacht, dass er das wieder probiert. Diesmal konnte er nicht weit damit kommen. Lukas Hinterseer wurde ausgewechselt. Ob das so die richtige Option war vom Trainer, wage ich dann auch ein bisschen zu bezweifeln, weil Hinterseer bestimmt nicht einer ist, der irgendwie die schlechte Leistung hier gebracht hat, sondern eher die Bälle seiner Mitspieler nicht gefunden hat. Gott, Kolidjul wurde angeschossen. Das sah ganz quirky aus, als wenn das irgendwie so eine Handgeschichte war. Ah, der Ball bleibt hängen. Schade von Müller. Hat er dort nicht hinbekommen. So, wohin darf es gehen? Wir sind gespannt. Oh, das ist alles relativ knapp hier. Also da müssen wir noch ein bisschen hier besser werden, was die... Jawohl, schöner Pass. Der Ball kommt nicht auf Klos, vielleicht der zweite. Oh! Ne, der wird von Lecky geklärt ins Aus. Wir können jetzt auch langsam mal wechseln, denn die Leute sind doch schon ziemlich platt hier. Naja, also Müller spielt ganz gut mit, das ist auch richtig. Nöte hat sich auch ein bisschen verbessert. Ja, Schuppan auf links macht das auch ziemlich gut. Allerdings ist Schuppan auch einer derer, die hier ganz schön am Leiden sind. Weswegen ich jetzt eigentlich mal Salga auf links bringen möchte und per Kluge nochmal einwechsle im Zentrum, dass da wieder ein frischer Mann hinkommt und Salga ein bisschen frischer ist auf der linken Seite. Wie gesagt, Schuppan hat ein gutes Spiel gemacht. Naja, auch hier ist Nyland wieder ein Tick eher da. Nöte, im letzten Moment vom Schuss abgehalten worden. Boah, das Tackling war daneben, schade. Ja, gut gemacht. Zurückgeköpft zu Wolfgang Hese, sodass der hier direkt aufnehmen darf. So. So, und jetzt einmal hier Görlitz mit dem Ball auf Fabian Klos, der dann auf Müller spielt und oh, Nyland hält fantastisch. Ein super Spielzug hier. Da war, glaube ich, Ingolstadt sehr weit nach vorne eingerückt. Und das ergab letztlich hier jede Menge Räume. Aber super pariert der Abschluss von Christian Müller durch Nyland hier. Das war eine ganz tolle Parade von einem gar nicht mal schlechten Schuss. Wie weit der rauskommt. Unglaublich. Oh, und nö, ich komme wieder nicht zum Abschluss. Das ist ja richtig schlimm hier. Okay, jetzt aufpassen, dass wir hier nichts kassieren. Ah, super gemacht von Florian Dick. Erstmal unterbunden, sodass die Leute sich hier sammeln können. Aber wir lassen natürlich noch nicht hier alles los. Ich hätte gerne jemanden angewählt. Das war scheiße so. FIFA, vielen Dank dafür. Und Tor. Ja. Und dann machen wir das aber auch ganz dumm in der Verteidigung und kassieren direkt das Gegentor. Auch zu Recht. Da möchte ich jetzt ganz gerne auch mal einen zweiten Mann hier direkt wechseln. Ulm für Müller nochmal rein. Den dritten Wechsel warten wir noch ein bisschen ab. Denn ich denke, das könnte hier gut in die Verlängerung gehen. Aber auch schön gemacht von Ingolstadt. Eine Flanke in den Rückraum. Und dann kommt der Ball direkt zu, ich glaube, Lecky war es, ne? Ne, Moritz Hartmann macht hier sein erstes Pokaltor. Sehr schön. Für ihn zumindest. Okay, direkt ein Foul an Ulm. Vorteil wird laufen gelassen und dann wieder abgepfiffen. I have no idea warum. So. Ah, toll. Und dann rückt keiner raus. Und da Costa nimmt sich dann locker den Ball weg. Morales wartet ja nur darauf, jetzt jemanden anspielen zu können. Und der Ball ist weg. Auf Wiedersehen. Oh, die Flanke, ey. Ja, das war natürlich nichts. Allerdings auch nicht von uns.
Bisher doch eher sehr dürftig in der Verteidigung. Jetzt aber Raum für Görlitz. Oh, Danilo klärt da phänomenal gut. Also man muss auch sagen, Ingolstadt spielt das hier aber auch richtig gut mit. Oh, schön. Und Salga mit dem Strahl. Aber Nyland hält wieder fantastisch. Das war so ein harter Abschluss. Den überhaupt noch reflexmäßig zu halten. Ganz starke Leistung hier auch vom Torhüter der Ingolstädter. Das muss man wirklich mal betonen. Ach, der kam irgendwie nicht richtig, der Ball. Schade. So, jetzt aber los hier in die Defensive zurück. Denn ich habe keine Lust, dass mir hier der Konter noch gegeben wird vom Gegner. Aber den muss natürlich Wolfgang Hesel haben, das ist klar. Macht das Spiel schnell, was risikoreich war. Allerdings hier von Ulm. Ne, kann den Ball nicht kontrollieren. Groß. Lecky. Und dann ist da Görlitz. Macht das toll. Ja. Eine gute Leistung hier in der regulären Spielzeit, aber es reicht nur zum 1:1 wegen einer Unachtsamkeit. Das ist natürlich ein krasses Ergebnis hier. Und das wird jetzt eine Schlacht im Regen, weil die Spieler alle schon sehr, sehr, sehr fertig sind. Insbesondere Nöte hier. Meine Güte, also wo ich danach wechseln soll, ich weiß es noch nicht. Das wird ein bisschen interessant gleich im Laufe dieser Verlängerung hier. Oh, falsches Tackling. Und der Elfmeter-Pfiff wird verwehrt. Oh, das war eine ganz haarige Geschichte. Ich gucke es mir jetzt mal nicht in der Wiederholung an. Aber ich hätte gesagt, da pfeift er garantiert bei der Aktion. Hat er jetzt aber doch nicht. Ah, da kommt der. Nein, nein, nein. Da kommt Nöte nicht dran. Der ist sowieso schon platt ohne Ende. Aber da muss der Pass auch besser kommen. Ja, der Ball ist weg. Auf Wiedersehen, Ball. Ja, können wir jetzt nochmal wechseln? Das ist wirklich, bei Nöte ist wirklich kurz vor 12, wenn man so will. Klos bleibt sicherlich noch drin. Görlitz, ja, der schafft das bestimmt noch irgendwie. Behrendt, hoffentlich auch noch irgendwie. Wie wär's denn mit Bart Finner auf der linken Seite? Schön als schnelle Kraft nochmal hier einzusetzen. Denn der hat die Geschwindigkeit, sich auch mal Bälle zu erlaufen. Zum Beispiel diesen hier, weil er natürlich hier, oh, gut durchkommt. Und das sehr gut macht, aber dann an Bregeries Block scheitert. Der wäre auch fast gefoult worden hier beim Reinziehen. Also Bart Finne, wenn der frisch ist, holy crap. Aber Bregerie rettet hier nochmal vor seinem Keeper. Nyland auch hier wieder. Boah, das ist ein fieser Ball für Kohn. Nein, ich wollte direkt weiterspielen. Er hat es nicht gemacht. Ich habe oben noch aus dem Augenwinkel den Spieler kommen sehen. Aber durfte dann aus irgendwelchen Gründen nicht direkt weiterleiten. Das hat zumindest David Ulm nicht so richtig hingekriegt, hinbekommen. Okay. So, wir können wieder auf normales Spiel hier zurückstellen. Damit wir hier noch ein bisschen Torgefahr hoffentlich auch produzieren können. Na, Morales im Duell gewinnt gegen Ulm, das war schwach von Ulm. Auch hier habe ich ihm den Befehl schon gegeben. Behrendt hat erstmal einen Krampf, das ist super. Dann kommt Dick wahrscheinlich gleich hinterher. Ah, dammit, ich kann jetzt auch nichts mehr wechseln. Das heißt, wir müssen noch die 15 Minuten hier durchhalten. Auch mit einem Krampf. Da kann ich jetzt leider nichts machen. Sehr dumme Geschichte hier. Und es geht in die zweite Hälfte der Verlängerung. Ich bin mal gespannt, ob wir das Tor noch wirklich schaffen vorm Elfmeterschießen. Ich glaube es fast nicht mehr. Wechseln kann ich auch nicht mehr. Das heißt, Behrendt hat schlicht und ergreifend Pech gehabt mit den Krämpfen.
Aber bei dem Wetter auch kein Wunder, wenn man hier 120 Minuten im tiefsten Regen spielt. Ja, da vertut er sich dann auch mit der eigenen Körperdrehung. Das war nicht so gut. Nein, 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 das ist alles nicht gut. Die Leute hier laufen zu lassen ist keine gute Idee. Dann Nilo wieder und dann Groß. Ah, oh, Hilfe! Oh Gott, und der Gegner kommt nochmal dran. Das darf doch nicht wahr sein, dass jeder geschossene Ball hier weiter zum Gegner noch kommt. Ja, super, auf Klos, komm. Nein, David Ulm wird wieder gestört. Ach, dammit, der hat auch keine Körperlichkeit hier. Das ist ganz, ganz bitter. Oh, Chaos hier in der Abwehr, hier keine Zuordnung. Salga ist noch da, dann wird der Ball geblockt, aber zum Glück Einwurf. Uiuiui. Also das ist wirklich hier haarig, was hier gespielt wird, auch in der Defensive gerade. Boah, der nächste Ballverlust durch Kluge. Und weggeschlagen von Börner, der abgeprallte Schuss vom gegnerischen Spieler. Also das sieht hier nicht gut aus. Wir so... So, Groß, wohin jetzt? Wollen sie tatsächlich in das Elfmeterschießen gehen? Das macht mir hier fast den Eindruck, als ob sie dazu Ja sagen wollten. Görlitz, komm. Spielt nochmal Klos an. Der wird hier frisch durchgetackelt, hätte ich bald gesagt. Oh, wohin kommt dieser Ball? Auf Morales. Völlig verkehrt. Okay. Immerhin kann Bad Finne hier mal dieses Laufduell zwischenzeitlich gewinnen. Und hier auch an dem zweiten Mann vorbeigehen. Und dann wird Ulm nicht richtig angespielt. Ach, wie ärgerlich. Das wäre die Chance gewesen. Ach, diverse schlechte Präzisionen im Spiel nach vorne, kann man sagen. Das ist natürlich blöd. Aber auch irgendwie der Zeit jetzt geschuldet. Die Abschlüsse, die Schussgenauigkeit stimmt. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel dran arbeiten. Jetzt kann es nur noch um diese Elfmeterschlacht hier gehen. Oh mein Gott. Also Ulm ist sicherlich unser bester Elfmeterschütze und zwar mit Abstand. Danach kommen einige, die es auch noch relativ gut drauf haben. Ich bin mal gespannt. Der Gegner relativ schnell mit schwachen Leuten nur. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es hier ausgeht, denn die Torhüter haben natürlich auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden hier. Gut, erster Elfmeter David Ulm. Und ganz, ganz sicher versenkt. Keine Probleme hier. Jetzt Lecky für Ingolstadt. Linke Ecke. Nein, rechte Ecke, okay. Ja gut, das wollte ich nicht haben. So, Fabian Klos. Boah, ganz sicher verwandelt. Halb rechts. 2 zu 1. So. Katschunga schießt nach links. Und tunnelt in die Mitte sozusagen rein. Das ist natürlich ärgerlich. Boah, und der Ball segelt über den Torwart von Görlitz. Also auch wieder gut verwandelt. Ne. Ach, der von Hinterseher war nicht zu halten. 3 zu 3. So, jetzt haben wir hier Bad Finne. Auch der verwandelt sicher. Keine großen Experimente hier. 4 zu 3. Und jetzt ist Moritz Hartmann dran. Oh, der macht einen Lupfer in die Mitte und ich springe nach rechts. Bitter, bitter. So. Nein, er hält! Das gibt's nicht. Der Ball von Dick wird gehalten. Jetzt kommt es drauf an. Groß kann hier schon alles klar machen. Ne, kann er nicht, ne? Ne, das noch nicht, aber er kann hier für den Upset sorgen. Och, und er schlägt an die Latte. Alter Verwalter. Auch er verschießt. Jetzt ist Caligiuri an der Reihe. Oh, und zieht den Ball hinterm Torwart sozusagen rein. Das sind alles nicht perfekte Elfmeter, aber sie reichen noch.
wenn wir sie verwandeln. So, jetzt muss der Gegner treffen, sonst sind sie raus. Cohen. Und der Ball ist nicht drin. Und der Ball ist nicht im Netz gelandet, vom Pfosten abgesprungen. Für Cohen natürlich ein Albtraum, für uns ein Sieg im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt. Richtig geil. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass wir das schon verdient haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir überlegen waren, weite Teile des Spiels. Wir haben vielleicht ein paar mehr Torschüsse noch abgegeben, aber boah, das war reines Glück, dass der nicht reingekullert ist oder vom Torwart noch irgendwie vom Hintern abgeprallt mit so einem typischen Eigentor. Da freut sich natürlich auch Wolfgang Hese, klar. Nein, aber das war schon insgesamt eine ganz gute Leistung und im Pokal jetzt im Viertelfinale, das ist natürlich schon eine super Leistung. Und ja, auch gute Leistung von Ingolstadt, also die haben gut mitgespielt und waren hier wirklich sehr bemüht, den Ausgleich zu halten und vielleicht sogar das Siegtor zu treffen. Von daher würde ich sagen, dass das auf jeden Fall sehr gut war. Hier Hinterseher hat mehrfach aufs Tor geschossen, Nyland hat fantastisch pariert für seine Mannschaft und zwar gleich mehrfach. Da sind hier ganz nicht mal alle Paraden drin. Und drei von den eindeutigsten natürlich schon. Aber das war wirklich ganz toll. Und ja, der entscheidende Elfmeter durch Almog Cohen, den er nicht verwandelt hat. Das ist natürlich bitter. Aber so sind die Gesetze des Pokals. Christian Müller hat hier eine gute Leistung gezeigt. Eine bessere als Ulm auf jeden Fall im Vergleich. Per Kluge war auch nicht so glücklich, das habe ich ähnlich gesehen. Salga auf jeden Fall ganz gut im Sechserbereich und Schuppan super auf der linken Verteidigerbahn. Also von daher sehr, sehr gut. Hesel hat hier den Spieler des Tages bekommen, die Auszeichnung. Denn er hat auf jeden Fall gut pariert, ja, hat gut mitgespielt. Nyland war natürlich eigentlich mit den besseren Paraden dran, dem hätte ich das etwas mehr gegönnt. Also letztlich, ja, denke ich mal, war das gar nicht mal schlecht. So, weiter sind wir jetzt im Viertelfinale des Pokals und dann wird es gleich auch weitergehen können in unserer Liga, in der ersten Bundesliga. So, wir bekommen nochmal 125.000 Euro Transferbudget, das ist auch immer ganz gut. Und Venezuela möchte ich auch nicht trainieren. Eigentlich möchte ich niemanden trainieren, aber ich kann es ja leider nicht abstellen. Görlitz bedankt sich, dass er so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ich werde mein Bestes geben, Trainer. Das hört man gerne. Warum habe ich noch eine Nachricht? Achso, Pressekonferenz. ja, wir könnten mal schauen bei... Okay. Bei Leverkusen, wo steht Leverkusen denn überhaupt tabellarisch? Wir stehen auf Platz 8, Leverkusen auf Platz 4. 8 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Bilanz. Dann loben wir doch mal den Gegner hier an dieser Stelle. Würde ich doch mal behaupten, dass das sinnvoll ist. Denn die sind einfach auch besser als wir. Das müssen wir schon mal so anerkennen. So, 2 Tage gab es Pause und die Spieler sind natürlich immer noch tot. Deswegen muss ich hier wieder ein bisschen durchwechseln. Jetzt ist die große Frage, wen nehmen wir? Also Görlitz kann ich da rechts nicht für ein ganzes Spiel auflaufen lassen. Der nippelt mir da weg. Behrendt und Salga können spielen, da muss ich aber einen Ersatz für Behrendt auf jeden Fall haben. Kluge hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, dann setze ich Junglas nochmal ein. Dennis Mast kam jetzt gar nicht zum Einsatz. Ja, die Frage ist, ob man jetzt eher Hemland spielen lassen soll für Görlitz, weil Görlitz doch echt derbe angeschlagen ist. Den müssen wir auf jeden Fall zur Hälfte 2 dann auswechseln und da kann ich auch direkt Hemland spielen lassen. Fabian Klos muss vielleicht auch noch gewechselt werden später, das gucken wir dann mal. Für Nöte brauche ich vielleicht auch noch einen Ersatz. Wenn wir, obwohl ja eigentlich, ja, nicht mit sich selbst vergleichen. Genau, Jupek könnte auch links spielen oder halt im Zentrum. Gut, im Zentrum könnten wir dann auch Ronny wieder aktivieren. Entweder für Müller oder eben als Ersatz. Ja, ich würde mal für Müller sagen, der hat zwar gut gespielt, allerdings möchte ich nicht allzu viele Wechsel hier machen müssen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich wechsle vielleicht später noch Görlitz ein, obwohl das ist auch eher unwahrscheinlich. Tom Schütz nochmal, Junglas haben wir hier, der spielt
ZM, ZDM, RM, okay. Burn hat auf jeden Fall sein Formtief überwunden, genau wie Finne das getan hat. Also schon mal sehr gut, dass hier einige Spieler ihr Tief überwunden haben. Das war auf jeden Fall nicht gerade unwichtig. Ja, Müller kann drin bleiben als Ersatz für Ronny, denn der wird auch immer sehr schlapp sein. Jopek wäre der Mann für die linke Seite. Vielleicht nehmen wir aber dafür auch Afane, der für links originär besser ist, ne? Auch wenn er eine schwache Form hat, aber vielleicht kann er die ja sogar überwinden in der zweiten Hälfte, wer weiß. Florian Dick könnte gut eine Pause bekommen und wir lassen Steffen Lang einfach mal spielen. Denn ich finde, dass der mir sonst zu erschöpft ist. Schuppan hat das gut gemacht, Salga Behrendt auch, das war eine gute Kombo. Oder wir lassen Schütz für Behrendt spielen, damit der sich auch ein bisschen ausruhen kann. Wir probieren das mal aus. Haben wir natürlich keinen. Doch, Junglas hätten wir noch als Ersatz. Dann könnten wir tatsächlich Jopek nochmal in die Auswechselbank mit reinnehmen. Gut, dann hätten wir das schon mal gemacht. Eine sehr lange Folge heute. Aber wir stehen dann immerhin direkt vor der nächsten Partie und haben schon alles eingestellt, was wichtig ist. Ja, und bis dahin gucke ich nochmal gerade. Sie können 6 Spieler verlieren. Genau, ich muss mal gucken nach denen. Julian Börner will ich auf jeden Fall behalten. Christoph Hemlein eigentlich auch. Bei Christian Müller, ja, eigentlich schon. David Ulm und Christian Müller. Die Frage ist, ob man beide noch braucht als ältere Spieler. Manuel Hornig weiß ich jetzt auch nicht. Per Kluge genauso wenig. Da muss ich mal gucken. Das waren die dann auch. Na, ich muss mal schauen, wen ich davon wirklich halten will und wen nicht. Das mache ich gleich mal offscreen. Ansonsten, ja, würde ich mich verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge hier wieder gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann hier im FIFA 16 Karrieremodus mit Bielefeld weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.